Ja, vielen Dank für den freundlichen Applaus. Herzlich willkommen, liebe Frau Dreyer, und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Vielen Dank, Herr Roink. Ich darf Sie als Ministerpräsidentin mal stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger des Landes beglückwünschen zu 75 Jahren Rheinland-Pfalz. Bin ich ja dann doch froh, dass es nicht mein persönlicher Geburtstag ist, ne? Wir verraten ja, ich verrate nachher doch, wie weit das noch hin ist. Wie sehr genießen Sie das, hier diesen Rheinland-Pfalz-Tag, dass wir alle miteinander wieder so zusammenkommen können, nach 2 Jahren Pandemie, mit diesem Wetter, aber eben vor allem nach dieser Auszeit. Wie empfinden Sie das? Ja, es ist einfach nur toll. Wir feiern hier seit gestern mit ganz, ganz vielen Menschen. Gestern waren auf jeden Fall mindestens 30.000 Leute hier, die gefeiert haben. Heute werden es mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Und es ist einfach toll, sich wieder zu begegnen und mit guter Laune zusammenzukommen. Und es ist schön, dass Sie alle wirklich nicht verlernt haben, wie man feiert, wie man zusammenkommt. Also es ist ganz toll, schön. Also mir geht es richtig gut und es ist, glaube ich, bei den meisten Menschen hier so. Wir wollen über das Geburtstagskind reden, wir wollen über Rheinland-Pfalz reden. Das Bundesland und das Amt der Ministerpräsidentin, wie eng ist das miteinander verwoben? Haben Sie schon mal darüber reflektiert, wie sehr dieses Land auch Ihr Amt prägt, auch im Verhältnis zu anderen Ministerpräsidenten? Sie treffen ja viele Kollegen. Was macht das aus? Das glaube ich schon. Man muss eigentlich zum Bundesland passen, damit das alles irgendwie gut geht. Und unser Bundesland ist so geprägt, dass die Menschen eben sehr herzlich sind, dass man sich begegnet. Man darf nicht menschenscheu sein. Man muss eigentlich Menschen lieben, um dieses Land wirklich dann auch führen zu können. Und die Menschen geben einem das auch zurück. Also das ist, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen für Rheinland-Pfalz. Und das ist ganz anders, wenn man zu Besuch ist im Norden des Landes, beispielsweise im Norden von Deutschland. Da ist es der Umgang anders, nicht herzlich, aber eben Herzlichkeit wird dort völlig anders gelebt. Die Mentalität ist hier schon eine spezielle und sie ist eine wunderschöne, ehrlich gesagt, weil die Menschen einfach sehr freundlich und aufeinander zugehend sind. Die Norddeutschen sagen immer, wir verstünden ihre Herzlichkeit nicht, aber ich bin völlig bei Ihnen. Was heute fast vergessen ist, Rheinland-Pfalz war ja ein Kunstprodukt. Die Widerstände und das Maß der Ablehnung gegen dieses von den französischen Besatzern zusammengestückelte Bindestrichland war unglaublich groß, so dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Wissen Sie ein bisschen, wie das damals war? Ja, ich kenne das natürlich auch nur aus unseren Geschichtsbüchern oder aus Erzählungen von Menschen, die das damals erlebt haben. Und tatsächlich konnte man sich nicht vorstellen, dass dieses Land zusammenwächst, weil die Menschen, wir haben es heute Morgen auch schon im ökumenischen Gottesdienst gehört, die haben unterschiedliche Dialekte gesprochen, unterschiedliche Mentalitäten. Man hat sich gar nicht vorstellen können, dass die Pfalz und der Westerwald zum Beispiel irgendwann mal zusammenwachsen sollten. Und heute ist das wirklich eine tolle Gemeinschaft, dieses Bundesland. Und vor allem, es ist auch zusammengestückelt worden, auch aus Regionen, denen man wirtschaftlich gar nichts zugetraut hat. Inzwischen sind wir ein sehr erfolgreiches wirtschaftliches Land. Wir haben wirklich viele, viele Arbeitsplätze für die Menschen. Wir können gut leben hier und wir leben vor allem zusammen. Unterschiedliche Dialekte gibt es immer noch. Aber ich glaube, die meisten Menschen verstehen die Dialekte in Rheinland-Pfalz zumindest einigermaßen. Da hat man es in Rheinhessen und in Mainz noch am allereinfachsten, weil ich finde, der Dialekt ist sehr leicht zu verstehen. Aber auch in den anderen Landesteilen, denke ich, versteht man sich ziemlich gut inzwischen. Wir sind ja auch eine migrantische Gesellschaft in Rheinland-Pfalz. Sie nehmen auch Westfalen auf, was ich seit 12 Jahren wahrnehmen darf. Wir sind zufällig beide Jahrgang 61 und ich komme auch aus dem Bindestrichland Nordrhein-Westfalen, die gleichen Probleme damals. Aber wenn ich mich richtig erinnere, spielten diese landsmannschaftlichen Animositäten in unserer Kindheit und Jugend eigentlich schon nicht mehr so eine Rolle. Oder war das in der Pfalz anders? Nein, also in meiner Kindheit spielte eigentlich eher die Integration zu Europa eine große Rolle. Also mein prägendstes Erlebnis als junges Mädchen war, als ich zum ersten Mal nach Frankreich fahren konnte, ohne einen Pass zu zeigen. Also ich bin in der Pfalz geboren, ganz nah zu Frankreich und das war für mich so ein tolles Erlebnis. Ich glaube, ganz viele Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen haben deswegen dieses Europa so im Herzen. Auch weil wir natürlich 3 Grenzen haben, Frankreich, Luxemburg, Belgien. Aber auch, weil wir sehr viel Erfahrung haben mit unseren Nachbarn und selbstverständlich mit ihnen zusammenleben. Und das hat mich geprägt. Also weniger das Landsmannschaftliche, viel, viel mehr eher diese Frage, wie geht es mit dem Europa?
Wie wichtig war die Erfindung des Rheinland-Pfalz-Tages 1984, Regierung Bernhard Vogel, zur Stärkung dieses Gemeinschaftsgefühls in Rheinland-Pfalz? Es war eine sehr wichtige Erfindung. Wir hätten sie auch niemals so lange fortgeführt, wenn es nicht bis zum heutigen Tage wichtig gewesen wäre. Es hat tatsächlich zur Identitätsgründung und Bildung unseres Bundeslandes beigetragen. Und wenn wir jetzt auf morgen schauen, beim Festumzug, da zeigt sich ja das gesamte Rheinland-Pfalz in der vollen Pracht. Und wenn man nicht nur an einer Stelle sitzt und sich gut gehen lässt, sondern wirklich über den Rheinland-Pfalz-Tag mal bummelt, dann sieht man, alle Regionen zeigen sich, sie stellen sich vor. Und das ist immer noch mal wichtig, auch Rheinland-Pfälzer können immer noch von Rheinland-Pfalz lernen. Und ich bin dann manchmal ganz baff. Viele Leute wissen wenig, beispielsweise, dass wir in Andernach einen Geysir haben oder können andere Beispiele nennen. Und das kann man aber auf dem Rheinland-Pfalz-Tag alles noch mal so sehen und lernen und sagen, ach, da könnte ich vielleicht auch noch mal hinfahren. Mainz hat mit der Gründung des Landes Rheinland-Pfalz wahrscheinlich die wenigsten Phantomschmerzen damals gehabt, weil Mainz Landeshauptstadt wurde und sich durchgesetzt hat. Dafür hat Mainz jahrzehntelang darunter gelitten, dass Franzosen und Amerikaner die Landesgrenze auf dem Rhein gezogen haben. Rechts des Rheins ist auch noch Mainz, lautet seither der trotzige Schlachtruf. Frau Dreyer, Hand aufs Herz. Müssen wir Kastell und Kostheim auf ewig an Wiesbaden abgeben? Oh, ich bin Realistin, ne? Und auch wenn der Herzschmerz immer noch riesig ist, dass die AKK-Gemeinden nicht zu Mainz gehören, ich glaube tatsächlich, diesen Kampf um die Ländergrenzen, die macht und Stadtgrenzen macht wohl kaum mehr einen auf. 1975 war es, glaube ich, als die letzten Volksentscheide in Rheinland-Pfalz waren, wo Teilregionen zu anderen Bundesländern wollten. Die haben sich alle nicht durchgesetzt. Und ich würde sagen, seitdem sind eigentlich die Grenzen ziemlich sicher in unserem Land. Heute kaum noch vorstellbar. Wir betreten jetzt mal die persönliche Zeitmaschine. Sie haben in den 80er Jahren in Mainz studiert. Welche Bilder haben Sie da vor Augen von dieser Stadt? Wie hat sich Mainz im Laufe der letzten 40 Jahre verändert? Wie war das damals? Was kommt Ihnen da in den Sinn, wenn Sie ans Studium als junge Studentin denken? Mainz war damals eigentlich schon eine relativ weltoffene Stadt. Ich kam ja aus einer kleinen Stadt in der Pfalz, auch wenn ich zwischendrin mal ein Jahr in Amerika gelebt habe, war es für mich eigentlich, in der damaligen Generation war das so, wir hätten uns niemals vorstellen können, wie mit im Erwachsenenalter noch bei den Eltern zu Hause zu leben. Wir wollten einfach raus, wir wollten woanders hin. Und Mainz war damals schon eine tolle Stadt, fand ich. Aber wenn man heute nach Mainz schaut, dann sieht man einfach, wie diese Stadt gewachsen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur, dass so viele mehr Bürger und Bürgerinnen sind, man sieht auch so viele junge Menschen. Das macht einen riesigen Spaß. Man sieht, wie die Stadt sich entwickelt hat. Und wenn man früher öfter mal nach AKK noch geguckt hat, weil damit auch sehr wertvolle Gewerbegebiete verloren gegangen sind, wissen wir heute, dass wir in der Stadt einfach durch diesen wahnsinnigen Erfolg der Biotechnologie ja auch wirklich eine erfolgreiche Landeshauptstadt haben, die sich prächtig entwickelt hat. Und das Wichtigste, die Vielfalt ist regelrecht ablesbar auf den Straßen, auf den Plätzen. Und Herr Reuink, was geblieben ist, vielleicht nur noch ein bisschen sich ausdifferenziert hat. Schon damals kannte man in Mainz eigentlich jeden, wenn man lang genug in der Stadt unterwegs war. Und schon damals konnte man richtig gut feiern. Also es war schon damals normal, wenn man in eine Weinkneipe gegangen ist, dass man sich einfach an den Tisch mit dran gesetzt hat und nicht an den Nachbartisch. Und das ist heute noch so. Da haben Sie fast schon die nächste Frage beantwortet. Sie waren dann in den 90er Jahren auch hier als Dezernentin, als Sozialdezernentin tätig, Ende der 90er bis 2002, 5 Jahre. Was hat sich Ihnen damals eingeprägt, was die Mainzer ausmacht, gerade auch in der Aufgabe? Also zum einen, dass Sie extrem engagiert sind. Ich war ja Sozialdezernentin hier in der Stadt und wir haben viele, viele tolle soziale Projekte damals auf den Weg gebracht. Also nicht nur Arbeit statt Sozialhilfe hieß es damals, nicht nur die tollen Erzieherinnen und Erzieher, die man hier in der Stadt hat, nicht nur das Thema auch Wohnungslosigkeit, Armut, viele, viele haben sich engagiert. Und diese ganzen Protagonisten gibt es immer noch. Sie sind darum bestrebt, diese Stadt, dass sie nicht nur wirtschaftlich erfolgreich ist, lebenswert ist, sondern dass sie eben auch sozial die Probleme aufnimmt und auf die Kinder achtet, auf die Schüler und Schülerinnen und dass die Jugend eine Zukunft hat. Und das war damals toll und es ist heute wirklich auch nach wie vor super. Das Mainz der Zukunft ist mit einem Mal von der Biotechnologie geprägt und von einem unverhofften Reichtum. Dürfen wir sicher sein, dass der Landesregierung nicht noch etwas einfällt, den Mainz an diesen neuen Reichtum wieder zu nehmen? Wir sind als Landesregierung total happy, dass Mainz und übrigens auch Eder Oberstein
jetzt keine Schulden mehr haben und dass sie auch Spielräume zur Investition haben. Sie machen das eigentlich auch ziemlich gut, wenn ich so ein paar Stadträte und Rätinnen hier gerade sehe, weil sie sagen jetzt nicht, wir verpulvern unser Geld, sondern sie setzen Schwerpunkte, die für diese Stadt von Bedeutung sind. Und das finde ich richtig gut. Wir als Landesregierung, wir profitieren indirekt, möchte ich sagen. Wir sind ja jetzt zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands, sind wir in Rheinland-Pfalz Geberland. Wir mussten uns ja immer von Baden-Württemberg und Bayern sagen lassen, hahaha, ihr armen Rheinland-Pfälzer. Von den Hessen auch. Von den Hessen auch. Und die Hessen haben immer gesagt, ihr habt gebührenfreie Kitas, was soll das? Und gleichzeitig seid ihr Nehmerland. Wir haben die richtigen Schwerpunkte gesetzt und jetzt sind wir auch Geberland. Und das freut uns, das wollen wir auch weiter bleiben. Und die Biotechnologie ist einfach eine Zukunftstechnologie eigentlich fürs ganze Land. Und wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Nukleus hier in Mainz haben, diesen Leuchtturm, den wir auch gerne gemeinsam mit gemeinsamen Kräften weiterentwickeln, zwischen Stadt und Land. Man wird nicht erwarten können, dass ein zweites BioNTech entstehen wird mit dieser extremen Entwicklung. Aber trotzdem, was haben Sie für ein Bild, wenn Sie 20 Jahre weiterschauen, welche Bedeutung hat denn eben die Biotechnologie auch jenseits von BioNTech? Ja, die Biotechnologie, die ist eine Technologie, die eigentlich in allen Lebensfeldern eine Rolle spielt. Und wenn Sie ein bisschen die Augen aufmachen um Mainz herum, da sehen Sie ja Böhringer beispielsweise, ist einer unserer traditionell sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen. Wir haben in Ludwigshafen AbbVie, wir haben viele, viele Pharmas, Schott hier in der Stadt Mainz, die wirklich eine große Rolle spielen, auch in der medizinischen Versorgung. Und wir sind sehr sicher, dass mit diesem Schwerpunkt Biotechnologie wir viel bewegen können in Rheinland-Pfalz. Und wir haben aber doch jetzt zum ersten Mal wirklich so richtig die Chance, durch die weltweite Beachtung daraus auch etwas sehr Großes zu machen. Und das ist einfach das Ziel, dass wir dieses Momentum nutzen, um für das ganze Land da wirklich einen Profit zu haben am Ende. Jetzt machen wir ein bisschen Staatsbürgerkunde. Die Landesverfassung, wie gut kennen Sie die? Ich denke, okay. Kennen Sie Artikel 33, die Grundsätze für die Schulerziehung? Ich könnte Sie Ihnen jetzt nicht zitieren. Ich zitiere Ihnen. Ja. Artikel 33. Die Schule hat die Jugend zu Gottesfurcht und Nächstenliebe, Achtung und wichtig Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit, zu Liebe zu Volk und Heimat, zum Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt, Klammer auf, erstaunlich modern, zu sittlicher Haltung und beruflicher Tüchtigkeit in freier demokratischer Gesinnung im Geiste der Völkerverständigung zu erziehen. Frau Dreyer, was machen Sie mit den bösen Lehrern, die diesen Erziehungsauftrag heute etwas anders verstehen? Ich erkläre Ihnen, dass die stolzen Bürger und Bürgerinnen sich 1947 eine Verfassung gegeben haben und damit auch das Land Rheinland-Pfalz gegründet worden ist, unser Verfassungstag, der 18. Mai. Da hat man so manches inhaltlich noch etwas anders gesehen. Wir übersetzen das einfach ins Moderne. Das ist übrigens auch zulässig, macht man auch mit dem Grundgesetz, es immer wieder zeitgemäß zu interpretieren. Und deshalb machen wir heute die Schule der Zukunft, die entwickeln wir und versuchen, die Grundsätze vom Grundsatz her zu bewahren, aber doch in die moderne Zeit zu übersetzen. Unsere Kinder, die müssen heute in der Lage sein, präpariert zu sein für Berufe, die wir heute noch gar nicht kennen. Und das wollen wir, dass unsere Schulen dazu in der Lage sind, Kinder so auszubilden, dass sie echt gut gewappnet sind für die Zukunft. Was dieses Land besonders macht, ist schon immer besonders macht, ist eine hohe Ehrenamtsquote. Ich glaube, die ist bundesweit Spitze. Das liegt wahrscheinlich auch an der ländlichen Struktur von Rheinland-Pfalz. Aber woran liegt das noch? Also wir sind sehr gut im Bundesvergleich, was das Ehrenamt betrifft. Und es liegt an den Menschen, das bin ich ganz, ganz sicher. Ehrenamt kann man ja nicht einfach so verordnen. Es liegt auch daran, dass aber Städte, Gemeinde, aber auch das Land immer ganz viel dafür tut, das Ehrenamt auch wirklich zu unterstützen, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich nenne mal das banalste Beispiel. Die Landesregierung hat ja schon vor vielen, vielen Jahren eine Versicherung geschaffen für Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, aber nicht im Verein, wo sie automatisch versichert sind. Das ist ein Beispiel, die Ehrenamtskarte, um Wertschätzung deutlich zu machen. Ich glaube, das ist schon wichtig, damit Ehrenamt auch leben kann. Aber natürlich, man braucht auch die Menschen, die sagen, ich lebe über meinen eigenen Horizont hinaus, ich will auch was für andere tun. Und davon gibt es eben ganz viele bei uns im Land. Trotz dieser Vorrangstellung
gibt es immer weniger junge Menschen, die bereit sind, sich an Vereine zu binden, an Kirchen zu binden, an andere Organisationen. Das ist keine Frage von mangelndem Engagement, sondern die Bindung lässt nach. Corona hat die Vereine 2 Jahre lang jetzt stark gebeutelt. Haben Sie keine Sorge, Sie sind doch nicht bange um das Ehrenamt. Und was kann das Land dafür tun, dass das wieder erstarkt? Also junge Leute sind sehr aktiv. Das will ich vielleicht mal als erstes sagen. Sie sind oft nicht in diesen traditionellen Strukturen aktiv, das haben Sie auch gesagt, Herr Roeg. Aber sie sind außerordentlich engagiert. Und sie sind es vor allem in Feldern, die für unsere Demokratie von außerordentlicher Bedeutung sind. Es ist einmal das Thema gegen rechts, da sind ganz viele junge Leute aktiv. Aber es ist natürlich auch der Klimawandel. Und wenn wir gestern wieder hier gesessen haben und gebankt haben, ja, wegen diesen Gewitterzellen und den Starkregenereignissen, ob das alles gut geht in unserem Land, dann kann man nur sagen, der Klimawandel ist wirklich spürbar und wir haben 11:55 und wir müssen alles unternehmen und dafür brauchen wir jung und alt, damit wir die Klimawende schaffen. Und dass die jungen Leute sich dafür engagieren, das finde ich absolut großartig, weil es geht vor allem um ihre Zukunft, für die wir sorgen müssen. Und ja, und was die Vereine betrifft, will ich vielleicht noch sagen, die haben vor allem das Problem, Menschen zu finden, die in die verantwortlichen Positionen gehen, also die für zuständig sind, den Vorstand zu stellen und so weiter und so fort. Und da haben wir eine tolle Homepage, die heißt Wir tun was, rlp.de. Dort kann man viele, viele Seminare auch digital jetzt buchen als Vereine, wo wir Unterstützung anbieten, wo wir neue Konzepte anbieten, wo wir uns mit all diesen Problemen beschäftigen. Die Leitstelle Ehrenamt macht ganz, ganz viel, um Vereine zu unterstützen, damit sie auch die Probleme der Zeit, will ich jetzt einfach mal sagen, gut bewältigen können. Rheinland-Pfalz ist auch ein Land der unendlichen Freizeitmöglichkeiten. Und haben Sie als Ministerpräsidentin selbst kaum Freizeit? Trotzdem, wo zieht es Sie in Rheinland-Pfalz besonders hin? Welche Ziele empfehlen Sie denen, die Sie danach fragen? Und ganz wichtig, in welcher Region wird der beste Wein gemacht? Darauf lasse ich mich natürlich überhaupt nicht ein, weil wir diese tollen Weinanbaugebiete haben in Rheinland-Pfalz. Und sie sind alle toll. Ich will es jetzt einfach mal sagen. Ja? Klar, hier dominiert natürlich jetzt gerade der rheinhessische Wein. Aber ich will sagen, 5 Weinanbaugebiete, die es alle verdient haben, den Wein zu kosten. Es ist ein großes Vergnügen. Es gibt ein Weinanbaugebiet, das ist die Nahe. Die habe ich relativ spät kennengelernt, nämlich erst als ich Bürgermeisterin war in Bad Kreuznach. Es ist ein ganz kleines Weinanbaugebiet, aber auch das ist einfach nur wunderbar. Also ich gebe Ihnen den Tipp, machen Sie eine kleine Reise durch die unterschiedlichen Regionen und Sie werden sehen, wir haben überall wirklich wunderbaren Wein. Und merken Sie sich vielleicht mal noch eine Zahl, davon sind immer unsere Gäste total beeindruckt. 70% des deutschen Weines kommt aus Rheinland-Pfalz und das ist einfach großartig. Wenn wir über den wunderbaren Wein reden und die Freizeitregionen, wenn wir dieses Landesfest feiern, dürfen wir die Ahr nicht vergessen. Auch ein tolles Anbaugebiet, auch ein kleines Anbaugebiet. Wirklich zerstört vor einem Jahr am 14. Juli durch die fürchterliche Hochwasserflut. Ganz viele menschliche Schicksale. Das Thema, was die Menschen jetzt bewegt, ist, wie geht es weiter? Der Staat hat riesige Summen versprochen und nicht nur versprochen, sondern zur Verfügung gestellt. Aber die Menschen, die betroffen sind, sagen, es dauert einfach zu lange, in diesem Verfahren voranzukommen. Wir wollen in diesem Sommer bauen. Wir haben natürlich Probleme, Handwerker zu finden, aber vor allem die Genehmigung der Hilfsgelder scheint wirklich ein Problem zu sein. Wie sehr hängen Sie sich da auch selber rein? Ja, wir tun wirklich, was wir können. Wir haben die Soforthilfen ja wirklich sofort ausbezahlt. Jetzt geht es aber darum, dass wirklich Anträge gestellt werden müssen, die auch wirklich ein Minimum von Formalen erfüllen müssen, weil am Ende geht es um Gelder in einer Größenordnung von 15 Milliarden, die der Staat insgesamt zur Verfügung stellt. Und es ist auch, glaube ich, nachvollziehbar, dass es dann eben nicht pauschal einfach zu genehmigen ist. Aber ich kann einfach auch nur nochmal hier sagen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die arbeiten wirklich Tag und Nacht, damit das so schnell geht, wie es irgendwie möglich ist. Wir haben jetzt auch festgestellt, dass ganz wenig Anträge gestellt werden, Herr Roeg, also viel, viel zu wenige gemessen an dem Schadensausmaß. Und deshalb haben wir jetzt auch neben Infopoints und Einwohnerversammlungen auch so eine aufsuchende Arbeit auf den Weg gebracht, sodass also
Menschen in die Haushalte gehen, fragen, haben Sie schon einen Antrag gestellt? Warum haben Sie den Antrag nicht gestellt? Sollen wir helfen beim Ausfüllen des Antrages? Es ist einfach so die Lage. Es gibt ganz viele im Ahrtal, Sie haben es gesagt, die sind schwer betroffen. Sie sind auch seelisch schwer betroffen. Die haben alle Hände voll zu tun. Und manchmal ist es halt gar so, dass die Leute sagen, mir ist das alles zu viel mit diesen Anträgen. Und deshalb kam dieser Gedanke, sie dabei zu unterstützen. Das Ahrtal braucht noch lange Unterstützung. Und ich will noch mal sagen, als wir gestern den Rheinland-Pfalz-Tag eröffnet haben, da war der Spielmannszug aus dem Ahrtal da und der Prinz Matthias, der Erste aus dem Ahrtal. Und es war mir auch persönlich so ein Bedürfnis, deutlich zu machen, wir vergessen das Ahrtal nicht. Und auch da ist nochmal aufgerufen worden vom Prinzen, dass wir weiter die Solidarität und Unterstützung aller brauchen. Die der Landesregierung ist dem Ahrtal auf jeden Fall sicher. Zu dieser Unterstützung gehört auch, dass wir irgendwann wieder uns auch mal aufraffen und sagen, wir fahren hin. Wir haben keine Angst, dass da nur Wüste ist. Sie sind ab und zu da. Macht das schon Sinn, Kurzurlaube im Ahrtal zu planen? Kann man da schon wieder übernachten? Wie nehmen Sie das Wiederaufleben von regionalem Tourismus wahr? Ja, es macht unbedingt Sinn. Also wenn Sie etwas Gutes tun wollen fürs Ahrtal, fahren Sie hin. Verbringen Sie einfach 1-2 Tage dort. Man kann da wandern, man kann Radfahren, man kann da Wein trinken gehen. Die Winzer haben sich ja wirklich ganz stark zusammengeschlossen, unterstützen sich auch gegenseitig. Das größte Problem eigentlich für die Menschen im Ahrtal ist die Angst, dass die Menschen nicht mehr kommen. Und natürlich sieht das Ahrtal im Moment noch nicht so aus, wie es irgendwann wieder aussehen soll. Aber man kann hinfahren und man kann trotzdem Wein verköstigen, man kann trotzdem wandern und man kann den Leuten Hallo sagen. Es ist eine ganz, ganz große Unterstützung, wenn sie im Laufe ihrer Touren auch im Ahrtal mal vorbeikommen. Alle freuen sich auf Menschen, die zu Besuch kommen. Rheinland-Pfalz ist eigentlich das ideale Land für den Vorruhestand. Ich selbst werde mir das zunutze machen und einige Jahre früher aus dem Job aussteigen, als das der Rentenkasse lieb wäre. Welche Lebenspläne verfolgt eigentlich Malu Dreyer? Ich bin ja freundlicherweise letztes Jahr wiedergewählt worden, worüber ich mich wirklich persönlich sehr, sehr freue. Und die persönlichen Pläne von Malu Dreyer sind jetzt erstmal ihr Amt auszuüben. Und das tue ich mit größter Freude. Und dass wir das jetzt auch wieder erleben dürfen, einen Rheinland-Pfalz-Tag, das freut mich sehr. Wir haben große Herausforderungen zu stemmen. Ich will es nur noch mal sagen, dass Sie nicht den falschen Eindruck haben. Wir haben das Ahrtal, wir haben Krieg mitten in Europa, das alles wird Folgen haben. Und meine Aufgabe, mein Job ist, möglichst gut zu regieren mit der Regierung und die Menschen zu unterstützen, dass wir diese auch schweren Fragen in unserem Land gut bewältigt bekommen. Das wäre auch meine Frage zum Abschluss. Wir haben Ihr Applaus. Das wäre auch meine Frage zum Abschluss unseres kleinen Gesprächs. Wir haben 2 harte Jahre der Pandemie hinter uns. Wir haben den Krieg in der Ukraine, der uns nicht nur schockiert, der vielen Bürgern auch Angst macht. Woraus können Sie den Menschen sagen, woraus können Sie Zuversicht schöpfen? In allen Krisen hat dieses Land immer besonders gut zusammengehalten. Übrigens nicht nur in Krisen, aber darauf können wir uns 100% verlassen, dass wir die Krisen miteinander bewältigen. Und die Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen, die sind auch kreativ und voller Freude und innovativ. Und wenn man sieht, was entstanden ist jetzt in den letzten Jahren, auch an Möglichkeiten für die Zukunft, dann kann man das Vertrauen haben, dass wir diesen großen Wandel, wir haben nämlich gar nicht gesprochen von der Digitalisierung und von dem Klimawandel, was ja erhebliche Folgen für unsere Arbeitsmärkte auch hat und die Wirtschaft hat. Sie können die Zuversicht haben, weil die Menschen im Land Rheinland-Pfalz einfach 75 Jahre gezeigt haben, sie sind zusammengewachsen, sie haben das Land aufgebaut, sie haben es erfolgreich gemacht, in Krisen immer zusammengestanden und das werden sie auch in Zukunft, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben viel zu tun und wir brauchen einander, keiner kann das alleine stemmen, aber gemeinsam kriegen wir das ganz gut hin in Rheinland-Pfalz. Ja, liebe Frau Dreyer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Und genießen Sie dieses Wochenende und wir sehen uns morgen hoffentlich alle beim großen Festumzug. Schönen Dank. Danke auch.